Big Togo, mein Boss. Ich bin am Ölen, du! Echt jetzt? Kann ich essen? Das war's ja noch lange nicht. Mach mal bitte aus, wirklich. Hallihallo, Olöle, herzlich willkommen. Ist es möglich, von einer Meeresseite über eine Hochebene und einem Gebirge auf die andere Seite einer Insel sich durchzuschlagen? Fritz, wir haben was geschafft? Wir haben mittlerweile ein Viertel der Strecke nur. Scheiße. Und jetzt ist die große Frage. Da kommt noch mehr. Hochebene, weiterlaufen und wieder runter. Ob wir das überleben, erfahrt ihr jetzt hier im Teil 2. Was in Teil 1 passiert ist, seht ihr mal ganz kurz hier in dem Teaser aus Fritz, seinem Video. Wir sind heftig am Ölen. Es geht die ganze Zeit bergauf. Ich glaube, es sich bis auf den Berg auf allen Vieren hoch. Wir reiten uns wieder in die Scheiße, stehen wir wieder drin. Bei Dämmerung bauen wir ab und verpissen uns weiter. Ey, der, das ist was anderes hier. Der Sponsor des heutigen Videos, oder der DSU besser gesagt, ist Rhino Shield. Macht gute Handyhüllen für dein Handy. Die habe ich auch schon längere Zeit am Start, weil dein Handy einfach gut geschützt ist. Haben wir auch schon bei Fritz im Video gehabt. Und wir werden natürlich auch auf meiner DSU oder auf dem Teil, wo wir zusammen laufen, auch noch mal ein bisschen testen. So, vielen Dank an Rhino Shield und wir machen jetzt los. Auf geht's. Wir müssen noch zusammenpacken. Und der Fußbus fährt, fährt da oben. Immer. Der Fußbus fährt immer. Ja. Richtig. Manchmal auch auf allen Vieren mit Knie in der Kacke, wie in Teil 1. Bevor ich jetzt quasi alles einpacke, werde ich mir noch schnell eine Rice and Pudding ansetzen. Das Ding ist, eigentlich müsste ich es ja mit warmem Wasser machen. Habe ich aber gerade nicht. Nehmen wir einfach kaltes Wasser. Müsste eine lange Dusche. Wenn man doch durchweichen lässt, ist das gut. Und Fritz will halt auf dem Weg essen. Und nicht nochmal eine Pause machen. Deshalb mache ich mir das einfach schon ready. Vorkommen mit. Dann kann ich es einfach so beim Gehen. So. Um euch nochmal kurz abzuholen. Wir sind hier drüben gestartet in Paul Domar. Haben hier einen schönen heftigen Aufstieg auf bis zu 1300 Meter gemacht. Das ging hier rüber, hier, hier, hier. Und sind jetzt hier oben an dieser Kammstraße. Das ist das, was wir geschafft haben. Ja, hier drüben, das werden wir später gleich sehen, kommt ein riesen Canyon. Und den wollen wir vermeiden, indem wir dem hier so ein Stück umlaufen. Das heißt, nächster Checkpoint wird circa hier sein. Dann geht es über die Hochebene rüber. So ist zumindest der Plan. Ja. Also es wird so ein kleiner S-Verlauf, weil hier kommen wir nicht durch. Das werden wir, wie gesagt, gleich noch sehen. Und jetzt als allererstes heißt es erstmal ein bisschen Straße hier rüberkloppen. Nach einer sehr windigen und nicht wirklich erholsamen Nacht war ich am nächsten Morgen froh, endlich wieder loslaufen zu können. Mit dem Ausblick und dem Sonnenlicht war das tatsächlich was richtig Tolles. Nee, ich glaube, das ist es nicht, Digga. Die hat gefaucht, ne? Ja, zweimal. Die hat ihren Kopf so bewegt. Und Digga, das ist ein Bulle. Das ist ein Bulle, ja. Ach, geil. Trail closed. Wanderweg geschlossen. Circuito per momento fernento es intento. Wahrscheinlich? Also dann wird safe vorne wahrscheinlich irgendwo einen Erdrutsch gegeben haben und der Weg ist weg. Ja. Naja, also mein Plan wäre, ist natürlich jetzt vorbildsfunktionsmäßig eine schwierige Nummer, aber wir sind ja auf einer Durchschlagigung. Ich würde einfach mal den Weg folgen. Langsam, du gehst vor und dann gucken wir mal, was passiert. Oder? Es setzt langsam der Wahnsinn ein. Also ich halte es einfach in dem Fall einfach für sinnvoller, nicht halt anzugehen, weil wir sowieso zurück müssen. Okay, dann würde ich sagen, habe ich hier wirklich einen saugeilen Track gefunden. Was hältst du denn von dem hier? Ich meine, klar, man könnte jetzt rechts die Stufen hochgehen, aber der sieht für mich geiler aus. Hast du aus gestern nicht gelernt? Der hat aus gestern nicht gelernt. Fang mal, Manni, Achtung! Das war scheiße! Ja! Toll! Ich bin mit Kacka beworfen. Ich warne dich vor, das ist wieder so ein Ding. Dead End. Du wolltest doch jetzt nicht unten lang auf dem Pfad. Ja, aber wer sagt denn, dass das der Pfad hier ist? Das ist ein Kuhpfad, Digga. Okay, wo lang? So wie gestern. Nee, okay, wo lang? Oder wollen wir doch wieder runter und zu den Bauarbeitern?
Ja. Ey, vielleicht können wir die auch bestechen. Bestechen? Du möchtest ja, hast du Geld mit? Regel oder so. Powerriegel. Ey, nee, jetzt mal ohne Schnaps. Meinst du, wir können die ein bisschen belabern oder dass wir doch vorbei können? Du kannst so, ey, una, por favor, obrigado, Ding. Wie sieht's aus? Ja, dieser sogenannte Track teilt sich auf in 1000 verschiedenen kleinen Wegen. Und es ist halt einfach nicht zu sehen, wo es jetzt hier Sinn macht. Es kommt gleich ein Bereich, da geht es nur auf Vierfüßlergang weiter. Digga, ich weiß nicht, wo das hier hinführt. Das letzte Mal, als wir es gemacht haben, weißt du, wo es geendet hat. Versuchen wir wirklich die Bauarbeiter zu bestechen, dass wir sagen, wir müssen da durch. Ich würd das auch ziemlich witzig finden, wenn ich ehrlich bin. Ich versuch's auf Englisch einfach dann. Also der Plan ist jetzt, den Bauarbeiter zu bestechen. Ja. Also wir gucken erstmal, was ist die Lage, was ist passiert. Fritz bautet schon mal vor. Und sollte es dazu kommen, dass es halt wirklich nur irgendwas ist, wo man doch irgendwie vorbeikommt, dann frage ich die einfach ganz nett. Weil wir brauchen diesen Track hier, wir brauchen diesen Weg. Weißt du, ich versuche auf Englisch denen zu erklären, hey, sorry, I have a mission, but we have to come to from the eine end to the andere end. So, we must go here over there. Vielleicht verstehen sie mich, vielleicht auch nicht. Wenn ich Zeichensprache, hä? Ich habe auch einen Fuffi bei, weißt du? Dann hauen wir den Fuffi dazu und dann lassen die uns schon durch. Einfach mal so einen Zehner hinhalten. Ja, und dann Fuffi. Fuffi? Wie, ein bisschen teuer, oder? Ein Wegzeug? Fuffi, das ist einfach nur... Mach so? Einfach nur so einen Zehner mal. Unkommentiert. Einfach nur so einen Zehner hin. Ich sag so, hello, we have a mission. Ja. Can we go this way for a little bit money? Ja, ja. So, also auch ganz, ganz cringy. Mach das! Ey, ihr wisst aber schon, dass die jetzt die Straße nicht irgendwie besetzt halten oder so und man die bestechen kann, weil da vielleicht einfach wirklich was passiert ist. Ja, aber das sind Profis da. Wie wollt ihr den Erdrutsch bestechen? Die sind doch auch da. Die müssen auch da arbeiten. Vielleicht können wir da dran vorbei unter deren Sicherung. Und dafür kriegen die einen kleinen Obolus. Hallo. Yes? Mission, but this Levada is being closed for a while. Is it really not possible that we go across? It's just a minute. We are. Well, I don't know. Just can you speak to my boss? Is in the front. Okay. What's you his can name? Speak there. Dennis. But you can go speak with them if you let you go. Das ist, was mir am besten gefallen hat. Er sagt so wenig so, nein, geh nicht. Und Martin hält zu den Zähnen. Is it really not possible? Und er so, maybe. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie bei Pokémon. Wenn ihr in die Arena reinkommt, ihr geht nicht direkt hier zum Arenaleiter und wollt euch in Orden ziehen. Ihr müsst erstmal an den ganzen Trainern vorbei. Ja, und wenn ihr die besiegt habt, dann kommt er zum Endboss. Maybe? Going to the chef. Okay. We speak to the chef. Okay. Okay, thank you. Yeah, okay. We have to say, okay, we give us a small piece of paper. Please, okay. No. Okay. We go on this side. Yes. Yeah, okay. No problem. Yeah. Thank you so much. Thanks. Fix it in? Ja, alles gut. Also, dass das geklappt hat, das ist wirklich unglaublich. So. Jetzt haben wir quasi eine Baustelle, haben wir im wahrsten Sinne des Wortes überwunden. Und jetzt gucken wir mal, was uns erwartet. Gut, Jungs, dann aufs Nächste. Vielleicht auch schon die Hochebene, wir wissen es noch nicht. Ja. Also irgendwann kommt die Hochebene, aber wir wissen nicht, was da kommt. Ja, no problemo. An der Stelle hier hinten sieht man jetzt nochmal richtig schön diesen Canyon. Wir sind quasi hier auf der linken Seite, sind wir heute Morgen komplett auf dem Kamm lang. Und jetzt machen wir quasi die Querung, weil das ist genau der Punkt. Wir hätten quasi von da oben einmal bis in die Schlucht runter gemusst und wieder hoch und ja, das Freestyle. Und das ist nicht möglich, man sieht es ja wieder. Deswegen war halt der Plan, okay, wir umlaufen das und haben jetzt genau diesen Scheidepunkt erreicht. Und jetzt versuchen wir hier hin auf diese Hochebene raufzukommen. Ich habe ja auch kartenmäßig geguckt, es gibt von dort drüben bis hier rüber keinen Weg. Also keinen, eigentlich mal einen kleinen Trampelpfad oder sowas eingezeichnet. Nicht ohne Grund? Ja, ich meine, macht halt auch keinen Sinn, ne? Ja, wofür? Also angeblich soll es da irgendwie weitergehen noch. Wir müssen es nur finden. Im Endeffekt, Pi mal Daumen, müssen wir da so lang.
jetzt wo das Wasser wieder aufgefüllt ist und wir sind so bei 3,5 Kilometer, das ist schon ein Unterschied. Ich bin am Ölen, du! Alter, was hier für ein Plateau ist, guck mal! Mit einem unglaublichen Aufstieg hatten wir die Hochebene erreicht. Eine surreale Umgebung, fast wüstenähnlich. Und es macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied für die Psyche, wenn man endlich das Etappenziel erreicht hat. So, für die Leute, die es immer hinterfragen, gibt es denn da keine Zecken? Oh doch, reichlich, Freunde. Da sieht man sie. Wie geht's dir? Inzwischen bin ich schon ganz schön gebumst. Mir tun auch die Füße ganz schön weh. Also, freue mich echt so, wenn man so merkt, okay, man geht dann runter. Das ist schon sehr, auch wenn es nicht so wirkt, aber... Ja, das Fluchen hält sich noch in Grenzen, ne? Ja, ich reiß mich aber auch zusammen. Ich habe mir auch geschworen, dieses Mal reiße ich mich zusammen. Ich möchte nicht wieder der blöde, blökende Typ sein, der in der schönen Natur durch die Gegend brüllt. Also generell, Karte ist eingenordet. Und jetzt geht es natürlich darum, auch sich ein bisschen grob zu orientieren. Wir sind hier diesem Levada-Weg gefolgt und müssten jetzt ungefähr kurz vor dieser Straße, da hinten sieht man ab und zu mal so ein paar Autos kreuzen. Also das heißt, wir befinden uns hier, da wo der Stein liegt. Hier unten nach Seixal wollen wir und wollen aber über diesen Pfad hier absteigen. So, ne? Also ich mache hier mal so ein paar, dass man das so sieht. Wir halten uns halbwegs in die Richtung und versuchen da durchzukommen und werden dann immer wieder ein bisschen gucken. 12.08 Uhr. 12.08 Uhr. Ich würde auf jeden Fall gern eine klassische Mittagspause machen, wo wir auch unsere Ausrüstung einmal raus sind und trocknen. Weil wir wissen nicht, was noch kommt. Nachher kommt noch eine Nacht und dann haben wir nasse Sachen. Freunde, bevor es jetzt gleich in den finalen Abstieg geht, gönne ich mir jetzt einfach noch mal ein bisschen Milchreis mit Beeren drin. Und die sehen richtig gut aus. Guckt euch das an. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich werde jetzt einfach mit einem Schlag aufessen. Den Scheiß kann sich doch keiner angucken, Alter. Ich werde jetzt ein wenig Spaghetti Bolognese essen. Guten Appetit, liebe Freunde. Die Hochebene war abwechslungsreich, aber im Verhältnis zum Aufstieg auch sehr schnell vorbei. Noch waren wir keinen Meter abgestiegen. Wir wussten, das kommt noch. Also Hochebene ist jetzt beendet. Hochebene ist beendet, ja. Ja, ist gerade so eine Übergangsphase, genau. Genau, ja. Gerade so eine... Aber du siehst ja, Hochebene konnte man ja weit gucken, fast schon so ein bisschen wüstensteppenmäßig. Jetzt geht's hier eher in so ein... Ich finde keine Worte dafür, keine Ahnung. Weiter geht's. Ihr wisst ja, dass RhinoShield dieses Video einfach sponsert. Ich habe jetzt irgendwie gerade richtig Bock, weil es geht runter, ich habe gute Laune. Einfach kurz Bock auf den Test. Fritz! Ja? Fang! Ja. Was denn? Ja, das ist halt das Ding. Wir müssen das Ding auch auf Herz und Nieren prüfen. Aber, scheiß doch, was soll ich denn damit? Wie oft wollen wir so hin und her schmeißen? Ja, genau. Es hat jetzt hier so ein bisschen Dreck dran, aber... Komm auf den Fels, die Scheiße. Das hat geknallt. Und? Displayriss. Kompletter Marsch. Verarscht. Naja, wir haben hier oben, haben wir, aber das ist nur eine Folie. Ja, Folie ist egal. Das ist nur eine Folie, hier ein kleines Ding. Naja, wie immer halt dreckig, ne? Ja. Aber das war's noch lange nicht! Oh, scheiße! Digga, das... Ja, einer geht noch. Aber jetzt fang einfach. Das war ja... Das war ja gar nichts. Ich probier mal den da. Ja, passiert nichts. Okay, warte, ich probier noch mal einen, sagst du? Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Ja, okay, hier, fertig, Test zu Ende. Also nachdem Fritz das Ding auch noch mal malträtiert hat, es ist zwar dreckig, gar keine Frage, aber Display ist heile, es funktioniert weiterhin. Ganz das ehrlich, mal einmal die Seite, alles safe, die Seite ist auch alles safe. Wenn ihr ein geiles Produkt sucht, was euer Handy schützt, auf den Touren oder egal wo, dann ist das eine super gute Lösung. RhinoShield, erster Link in der Beschreibung. Also das, was wir mit den Dingern jetzt schon gemacht haben, zeigt eigentlich genau das. Mit dem Meer am Horizont machten wir uns auf in den Abstieg. Zu dem Zeitpunkt wusste Fritz nicht, wie es mir eigentlich ging, denn ich hatte Schmerzen in den Waden, in den Beinen, mir war schlecht und hatte tatsächlich Angst, dass wir es an diesem Tag nicht schaffen könnten. Ja, wir sind mittlerweile auf ca. 550 Höhenmeter und man sieht auch hier, wird es jetzt schon deutlich saftiger und grüner. Extrem große Farnblätter. Da oben sind wir lang
Guck dir das an, das sieht schon derbe geil aus. Aber ist natürlich auch anstrengend, ne? Aber guck dir das an, wie Martin da in diesem grünen Blätterdach sitzt. Fehlen nur noch so ein paar Affen, die hier umherspringen. Bisschen so Mowgli, Dschungelbuchmäßig. Kotzt du da? Aber Martin, wenn du brichst, müssen wir das schon auf Cam haben. Ich brech nicht on Cam, vergiss es. Das können wir doch pixeln. Das ist auch widerlich, wenn du die Kamera einfach so drauf hältst. Das können wir immer noch rausschneiden. Für mich ist es aber einfach ein scheiß Gefühl, Mann. Real Talk, soll ich die Kamera ausmachen? Mach mal bitte aus, wirklich. Ein Moment, in dem mir einfach alles zu viel wurde. Zum Glück habe ich mich schnell erholt, auch wenn mein Gang inzwischen eher aussah wie ein angeschossenes Reh. Let's go, der Hase. Ja, das ist niemals der Weg hier. Man ist wie so ein Flutschritt oder sowas. Das fällt mal neben. Alter, hast du meinen Stock gesehen? Ist arschgeil so ein Stock, muss ich echt sagen. Dolly, ich war Erster! Halt doch keine Handschuhe. Du bist doch Lebensmittel. Einfach mal reinjumpen! Ey, das sieht schon geil aus, gerade hier. Das ist krass. Alter. Von da oben sind wir gekommen, Alter. Noch höher, über den Wolken waren wir da drin. Über den Wolken waren Mittlerweile ist mein Bein übrigens auch am Zittern. Ja? So ganz leicht, so puckern. Ja, ja, puckern ist, ja. Ich bin froh. Freunde, wir sehen das allererste Mal. Urban. Ja, wieder Häuser. Wieder auch so Straße zu sehen. Alter, geil. Alter, Wahnsinn. Auch wenn die Beine wehtun, einem schlecht ist, aber dieser Moment war für mich sehr besonders. An einer Felskante stehen, das Ziel vor Augen, in die Ferne schauen, das Meer. Einfach der absolute Wahnsinn. Das ist der Grund, warum ich solche Abenteuer mache. Schokolade geht immer, überall. Wenn ihr mal probieren wollt, mit dem Code Survival-Matten, gibt es 10%. Ihr spart Geld und unterstützt solche Abenteuer. Link in der Beschreibung. Martin, was? Ich hab gesagt, da sieht man den ersten Heuhaufen, aber das kam gerade nicht so rüber. Ist gerade irgendwie ein anderes Feeling hier so. Oh, das riecht doch. Ach, rauszukommen plötzlich. Oh. Ah. Das ist noch ordentlich runter. Oh, wir sind noch nicht da. Ich glaube, wir sind hier nur in so einem Bauernding erstmal. Wassermelone. Wollen wir jetzt einen Zopf? Ach, jetzt geht das wieder los. Oh, kannst doch jetzt hier nicht einfach so eine Melone klauen. Einfach so eine Wassermelone. Einfach so einfach am Straßenrand. Ja, die haben die Bauern hier bestimmt hingelegt, weil die die nachher noch abholen. Hör doch auf. Hier geht der Pfad weiter. Aber ist doch das Weg. Ist der Pfad. Du, wir bist auch noch ins Meer. Das sind locker noch 300, 400 Höhenmeter jetzt. No joke. Das war's ja noch lange nicht. Das sind immer noch keine Bananen. Was sind das? Aber keine Ahnung. Kann man essen? Dass das hier was zu essen ist? Das sieht nämlich Martin, so aus, als wenn man die essen kann. Martin, wart. Du saßt vor gefühlt 30 Minuten halb kotzend auf der Treppe. Und jetzt fängst du an, irgendwelche Früchte hier zu naschen. Ich mach den Test, okay? Wenn ich allergisch reagiere. Die würden das doch hier nicht pflanzen, wenn das nicht einen Nutzen hätte. Ja, vielleicht ist das irgendwie, machen die damit Schmieröl oder so für ihre Mopeds. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein ein Ökokraftstoff. Ich weiß es doch nicht. Konifern. Ja, kann man auch essen wahrscheinlich, oder? Sonst würden sie die ja nicht pflanzen. Digga, das ist aber nicht das. Und hier sehen wir schon richtig schön die Nordküste. Geil. Aber wir sind immer noch nicht unten. Martin will hier schon wieder irgendwelche exotischen Früchte am Wegesrand probieren. Ja. Echt jetzt? Kann man essen? Oh, du kriegst so Flitzekacke nachher, wenn wir durch sind. Das ist eine Pflaume. Du bist auch schon so eine Pflaume. Ich esse den Scheiß nicht, Alter. Die Einheimischen gucken uns hier ganz komisch an. Was denn jetzt? Nein, hör doch auf, da irgendwie schon wieder was abzumachen. Kürbis. Ah ja, willst du jetzt einen Kürbis fressen oder was? Du halluzinierst schon. Ich denke, das ist der optimale Zeitpunkt, um mit Martin auch mal über die nächste Durchschlageübung zu sprechen. Wir müssen uns ja steigern. Also müssen irgendwie vielleicht mehr Kilometer kommen oder anderes Environment. Leute, wenn ihr irgendeine Idee habt für Teil 3 ja, dieser Saga, dann schreibt gerne mal eure Ideen in die Kommentare.
Oh, das ist Zitronenbaum, Digga. Das ist Zitronenbaum. Guck, halt drauf, bitte. Halt auf die Zitronenbaum. Das wächst hier wie Sand am Meer. Zeig die Leute jetzt den scheiß Zitronenbaum. Zeig mir jetzt den Zitronenbaum. Mann, die wollen das sehen. Freunde. Martin. Von einer Seite meiner Insel nach oben über die Hochebene runter auf die andere Seite, nur Karte Kompass, sich durchschlagen. Jetzt. Wir haben es geschafft, wir haben ein bisschen gelitten, aber wir haben auch geile Sachen gemacht und ich fand es mega abwechslungsreich, Hammer. Und die Nacht, boah, was ein Ausblick, Alter. Wahnsinn, Emotionen kochen über. Dickes, fettes Dankeschön nochmal an Rhino Shield. Wer eine geile Handyhülle sucht, dann Rhino Shield, Link in der Beschreibung. Und wir verabscheuen uns. Wir sehen uns auf der nächsten Durchschlagübung. Nicht vergessen, wer schützt uns. Ich hab euch lieb. Macht's gut. Ciao. Yeah, yeah. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.